19.44 Uhr Fazit: In einem einseitigen Match gewinnt Alexander Zverev hochverdient und auch der Höhe nach sehr deutlich. War es im ersten Satz zumindest noch einigermaßen knapp, macht die Nummer 3 der Welt im zweiten Satz kurzen Prozess. Der Deutsche dominierte mit eigenen Aufschlägen und sehr platzierten Bällen mit seiner starken Vorhand. Meyer konnte zu keiner Zeit seinen Gegner in Bedrängnis bringen und leistete sich zudem unzählige leichte Fehler. So bringt man einen Weltklasse-Mann nicht in Gefahr. Damit verabschieden wir uns aus Madrid und wünschen noch einen schönen Restabend. 19.41 Uhr, Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 2:6. Ganz locker beendet Alexander Zverev mit einer tollen Vorhand die Linie entlang das Match nach gerade einmal 70 Minuten. 19.40 Uhr, Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 2:5. Zverev hat 3 Matchbälle. Meyer hat sich scheinbar aufgegeben und geht hinter dem Ball gar nicht mehr her. 19.40 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 2:5. Jetzt ist der Return mal wieder zu lang. 19.40 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 2:5. Mit viel Spin zieht Zverev den zweiten Aufschlag auf den Körper, um dann mit der Vorhand zu vollenden. 19.37 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 2:5. Der Return des Deutschen segelt ins aus, doch jetzt kann Zverev bei eigenem Aufschlag den Sieg eintüten. 19.37 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:5. Zverev spielt zulässig einen Slice an die Grundlinie und wird prompt vom Argentinier passiert. 19.35 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:5. So einfach kann es gehen. Zverev serviert stark und spielt dann die Vorhand genau ins Eck. Beim Stand vom 5:1 aus seiner Sicht sieht's für die Nummer 3 der Welt richtig gut aus. 19.33 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:4. Per Servicewinner gleicht der Deutsche aus. 19.33 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:4. Mit mehr Konzentration entscheidet Zverev den Ballwechsel konsequent für sich. 19.32 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:4. Erneut ist der Stopp von der Nummer 3 der Welt zu lang. Meyer bedankt sich 30:0, 19.32 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:4. Zverev bereitet mit einer starken Vorhand eigentlich alles perfekt vor, doch der Deutsche patzt dann leichtfertig mit dem Volley am Netz. 19.30 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:4. Mit einem Weltklasse-Return bringt sich Zverev in den Ballwechsel und kann diesen sofort diktieren. Und die Fehler beim 30-jährigen Argentinier erzwingen. 19.29 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:3. Breakball Zverev, der von einem Rückhandfehler seines Gegenübers profitiert. 19.27 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:3. Es geht über einen Stand. Meyer diskutiert sehr lange mit dem Schiedsrichter, denn der Argentinier hatte den Ball von Zverev im Aus gesehen. Auch dies zeigt die Unzufriedenheit des Außenseiters. 19.25 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:3. Der Slice des Deutschen ist zu lang und so hat Meyer den ersten Spielball. 19.24 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:3. Zverev versucht erneut den Passierball gegen den vorgerückten Argentinier, doch dieses Mal schlägt's im Netz ein. 19.23 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:3. Meyer hat aus dem Halbfeld alle Chancen, spielt die Vorhand jedoch genau in den Schläger von Zverev, der mit der Rückhand Longline kontert. 19.22 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:3. Erneut kann der Argentinier gegen.
den Staaten-Service von Zverev nichts ausrichten. 19.21 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:2. Wieder ist der Return von Meyer deutlich zu lang. 19.21 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:2. Per Service-Winner beginnt Zverev das vierte Spiel. 19.19 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 1:2. Meyer holt seinen ersten Service in Satz 2 mit einer platzierten Vorhand Cross. 19.18 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 0:2. Mit einer guten Rückhand Longline holt Zverev den Punkt zum 17. Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 0:2. Zverev versucht es mit dem Stopp, doch die Kugel ist zu lang. Meyer kann ohne Probleme vollenden. 19.16 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 0:2. Per Service-Winner stellt Zverev zu 0 auf 0:2. 19.15 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 0:1. Zverev platziert die Bälle gut und kann die Ballwechsel mit der starken Vorhand dominieren. 19.14 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 0:1. Das geht perfekt. Los! Nach gutem Return fliegt die Vorhand vom Argentinier hinter die Grundlinie. 19.13 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 0:0. Meyer agiert zu hektisch und leistet sich drei schnelle Fehler zum 0.40 Uhr. 19.10 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6, 0:0. Auch im zweiten Satz wird Leonardo Meyer zu Beginn servieren. Argentinier muss vor allem besser returnieren, um hier noch eine Chance zu haben. 19.08 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:6. Der Return von Meyer ist zu lang und so entscheidet Zverev Satz 1 nach gerade einmal 37 Minuten für sich. Der Argentinier war trotz des eher knappen Spielstandes gefühlt deutlich unterlegen. 19.08 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:5 mit zwei guten Aufschlägen. Hat nun aber der deutsche Satzball. 19.07 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:5. Durch einen leichten Rückhandfehler schenkt Zverev den Punkt her und plötzlich hat Meyer Breakball. 19.06 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:5. Zverev versucht den Passierball gegen den vorgerückten Argentinier, doch die Kugel segelt ins Aus. 19.06 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:5. Doch auf seinen Aufschlag kann er sich bislang verlassen. Meyer ist beim Return chancenlos. 19.05 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:5. Zverev hat alle Chancen mit der Vorhand aus dem Halbfeld, doch er sucht sich die falsche Ecke aus. Meyer ist zur Stelle und holt den Punkt. 19.03 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 4:5. Mit einer Vorhand-Cross kann Meyer zunächst einmal verkürzen, doch jetzt muss das Break her, um im Satz zu bleiben. 19.02 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 3:5. Beispiel bei Meyer verzieht der 30-Jährige beim Grundlinienduell die Vorhand. 19.01 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 3:5. Der Argentinier will eigentlich gut gegen den Lauf spielen, doch die Kugel landet im Seitenaus. 19.01 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 3:5 und dann läuft auch der Slice am Netz stehend. 30:0. 19 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 3:5. Endlich einmal zeigt Meyer seine Klasse mit zwei tollen Vorhänden. 18.59 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 3:5:0. Sorgt Zverev im Eiltempo für die erneute Führung. Meyer bekommt nicht einen Return ins Feld zurück. 18.59 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 3:4. Guter erster Aufschlag und schon ist der Return im Aus. 0.30 Uhr, 18.56 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 3:4. Mit viel Mühe hält Meyer seinen Service durch einen direkten Punkt beim zweiten Aufschlag. Der Argentinier bleibt damit vorerst im ersten Satz und nur ein Break hinten. 18.55 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 2:4. Doch auch diese Breakchance kann Zverev nicht nutzen, weil sein Return als Flugball gespielt. Zu lang ist. 18.54 Uhr Leonardo Meyer, Alexander Zverev 2:4. Was für ein Return!
Zverev jagt die Kugel perfekt cross auf die Linie. 18.54 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:4. Jetzt spielt es der Argentinier besser. Mit der Vorhand cross zwingt er Zverev aus dem Feld, um dann Longline die andere Ecke anzuspielen. 18.53 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:4. Breakball. Erst patzt Mayer mit der Vorhand, dann kann er eine tiefe Rückhand von Zverev am Netz stehend nicht spielen. 18.52 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:4. Mayer reagiert blitzschnell am Netz und kann den Pass jeweils von Zverev mit letzter Kraft Volley abräumen. 18.51 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:4. Der Return vom Deutschen ist zu lang. 51 Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:4. Beim Stand von 0.30 Uhr verspringt der Ball auf Seiten von Zverev, so dass der Deutsche sich richtig ärgert. 18.50 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:4. Vielleicht glaubt Mayer auch, gegen einen Gegner wie Zverev besonders gut spielen zu müssen, um eine Chance zu haben. Derzeit führt dies zu vielen Fehlern beim Argentinier. 18.49 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:4. Leonardo Mayer macht in diesen Minuten zu viele Fehler. Wieder fliegt eine leichte Vorhand deutlich hinter die Grundlinie. 18.48 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:4. Der Return von Mayer ist zu lang. Der Favorit aus Deutschland baut die Führung aus. 18.48 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:3. Pers stellt Zverev auf 0.40 Uhr. 18.47 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:3. Zverev bleibt konsequent und bringt den ersten Aufschlag ins Feld. Der zu hohe Return von Mayer ist leichte Beute. 0.30 Uhr, 18.45 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:3. Was für ein Kracher. Mit seinem Paradeschlag der beidhändigen Rückhand Longline nutzt Zverev den ersten Breakball und er spielt sich die frühe Führung. 18.45 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:2. Zverev spielt den Return perfekt auf die Grundlinie und holt den Punkt, weil Mayer in der Rückwärtsbewegung nicht ins Feld schlagen kann. Doppelte Breakchance. 18.44 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:2. Jetzt unterläuft dem Argentinier ein leichter Volleyfehler am Netz und schon wird es beim Stand von 15.30 Uhr erstmals eng. 18.43 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:2. Der Ball verspringt leicht und ist für Mayer nicht zu spielen. 18.43 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:2. Mit einer starken Vorhand drängt Mayer seinen Gegner weit aus dem Feld, um dann die offene Seite anzugreifen. 18.42 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:2. Gleich im ersten Anlauf ist der Ausgleich sicher. Auch Mayer bringt bislang keinen guten Return zustande, so dass Zverev leichtes Spiel hat. 18.42 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:1. Zverev hält den Ballwechsel durch eine tolle Rückhand-Cross kurz und hat zwei Spielbälle. 18.41 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:1. Immerhin beim Service klappt es zum Auftakt gut. Wieder schlägt Zverev durch die Mitte, um dann den halbhohen Return mit der Rückhand zu vollenden. 18.39 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 2:1. Mayer ist erneut in Front, weil Zverev völlig ohne Not eine Rückhand verschlägt. Noch wirkt der Deutsche nicht voll konzentriert. 18.38 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 1:1. Endlich einmal trifft der Deutsche den Return wie gewünscht und pompt es, die Kugel für Mayer nicht zu erreichen. 18.37 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 1:1. Zverev kommt bislang nicht in den Ballwechsel, weil Mayer sehr platziert aufschlägt. 18.36 Uhr Leonardo Mayer, Alexander Zverev 1:1. Per Servicewinner stellt die Nummer 3 der Welt jedoch im zweiten Anlauf auf 1:1.
Das war souverän. 18.36 Uhr Leonardo Maier, Alexander Zverev 1:0. Maier macht mit einer Vorhand Longline den ersten Punkt bei Aufschlag Zverev, weil dieser einen Grundlinienball zu kurz gespielt hat. 18.35 Uhr Leonardo Maier, Alexander Zverev 1:0. Auch der nächste Return des 30-Jährigen ist zu schwach und eine dankbare Aufgabe für Zverev mit dem Volley. 18.34 Uhr Leonardo Maier, Alexander Zverev 1:0. Der Deutsche serviert mit hohem Tempo durch die Mitte und zwingt Maier dadurch zum Fehler. 18.33 Uhr Leonardo Maier, Alexander Zverev 1:0. Zverevs Return ist zu lang und schon liegt der Argentinier in Front. 18.32 Uhr Leonardo Maier, Alexander Zverev 0:0. Der Argentinier kommt über den zweiten Service, schlägt diesem aber zum direkten Punkt auf. 18.31 Uhr Leonardo Maier, Alexander Zverev 0:0. Maier entscheidet den ersten Punkt der Partie, doch Zverev kontert mit einem starken Return. 18.28 Uhr Warm-up läuft soeben, sind die beiden Spieler auf den Platz gekommen. Derzeit läuft die kurze Warm-up-Phase, ehe dann gleich die ersten ernsten Ballwechsel gespielt werden. Der Argentinier Maier wird zum Auftakt servieren. 18.25 Uhr Head-to-Head-Protagonisten spielen zwar schon seit einigen Jahren auf der Tour, doch Gegner waren Zverev und Maier auf einem ATP-Turnier bislang nicht. Auch wenn es keine direkte Statistik gibt, geht der Deutsche natürlich als Favorit in die Partie. Maier steht nur auf Platz 45 der Welt und konnte in letzter Zeit für keine besonderen Erfolge sorgen. Ganz anders dazu Zverev, der als Nummer 3 der Welt seinen Status in der Weltklasse längst bestätigt hat. 18.21 Uhr Maier makellos. Sein heutiger Gegner Leonardo Maier musste bereits zweimal hier in Madrid aufspielen und konnte dabei durchaus überzeugen. Der Argentinier gewann beide Partien ohne Satzverlust. In Runde 1 besiegte der 30-Jährige den Italiener Foglini mit 6:3 und 6:4. Im Anschluss daran ließ Maier auch dem Spanier Fernando Verdasco beim 6:2 und 6:1 keine Chance. Von daher heißt es für Zverev wachsam sein. 18.14 Uhr Zverev mit souveränem Auftakt. Nach seinem Sieg am vergangenen Sonntag beim ATP-Turnier in München startete Alexander Zverev gestern hier in Madrid. Der Deutsche hatte in Runde 1 ein Freilos und konnte deshalb direkt in Runde 2 aufspielen. Gegner war der russische Qualifikant Evgeny Donskoi. Zverev zwang diesem jedoch sein Spiel auf und hatte beim 6:2, 7:5 Erfolg wenig Mühe. Seine aktuelle Form ist natürlich auch hervorragend. 18.03 Uhr Willkommen aus Spanien, schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen aus Madrid. Wir begrüßen Sie zum Achtelfinale beim ATP-Turnier. Nummer 3 der Welt aus Deutschland, Alexander Zverev, spielt gegen den Argentinier Leonardo Maier. Nachdem die Vorpartie soeben zu Ende gegangen ist, kann es in wenigen Minuten losgehen.